Willkommen, liebe Clasher und Clasherinnen. Nein, andersrum, erst die Damen. Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, beim Mim Torsten Toto, beim Clan. Wo sind wir eigentlich? Austin Rage. Ich bleibe heute einfach mal auf dem, in der Hoffnung, er ist nicht abgefarmt. Shadow, bitte Base aufbauen. War wieder down. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe hier den EXL37OLE, Hashtag, vom Clan, den ich eben schon benannt habe. Und ein schönes RH9. Habe ich mir vorher schon angeguckt. Ich bin jetzt einfach mal auf dem Account hier drauf geblieben. Wir werden heute in jedem Fall noch was machen. Kleine Überraschung. Und wir werden auch auf mein Rathaus 8 springen. Ja, Rathaus 8 soll heute mal Thema sein. Habt ihr auch im Thumbnail gesehen. Auch da geht es so ein bisschen ja weiter. Nicht viel, aber etwas. Deswegen wollen wir da vor allen Dingen weitermachen. Da habe ich nämlich ein kleines Problem. Aber das kleine Problem hat der Kollege hier nicht. Er kloppt nämlich seine Queen mittlerweile auf 14. Wo ist der King eigentlich? Der ist auf 11. Ja, das passt. Das passt allerdings, ist die Base auch schon sehr, sehr stark. Das heißt also, Gegner werden schon nicht vom Pappe sein. Die Base hier hält sicherlich da unten ganz gut. Ja, ich meine, in Gold 3 ist jetzt nicht so die Welt an Anliege, aber es lässt sich natürlich super farmen. Vor allen Dingen, man sieht das auch, er wird wohl Mauern farmen hier. Muss mit dem Elex auch nichts mehr machen, oder aber er hat alles im Labor auch schon fertig. Das wäre natürlich blöde. Hat er aber auch noch nicht. Okay, er hat noch ein bisschen was zu tun, glücklicherweise. Hox können noch hoch, die Valkyren können noch ein Level vertragen. Lakaien auch noch 2. Passt, Hexe auch noch ein Level. Hier oben sieht das gut aus, Drache. Packer, alles schon oben, jawohl. Und die dunklen Zauber, also vor allen Dingen die dunklen Sachen muss er noch machen. Aber kommt Zeit, kommt Base, beziehungsweise kommt Truppen, gut. Gar kein Zauber hiervon als Rathaus 8 jetzt auf 2 gebracht zu haben und jetzt auch als 9er hier unten noch keinen gemacht zu haben. Wir werden das gleich mal bei meinem 8er sehen, da sieht das genau andersrum aus, beziehungsweise eigentlich sieht es genauso aus. Aber schöner Account hier, ich denke mal, er ist zufrieden und wir switchen hier nochmal kurz rein. Das sieht auch sehr, sehr gut aus hier. Ja, da hat man es natürlich als 9er schon ein bisschen besser. Da hast du 4 Luftabwehren und auch 4 Magertürme mit den Bogenschützentürmen hier, die das Ganze gut unterstützen. Und hat schon mal ein paar Mal gedefft. Jawohl. Habe ich hier mit drin gehabt und ich würde sagen, bevor ich hier runterspringe, wollte ich noch eine Frage klären. Ich glaube, es gibt eine Unstimmigkeit zwischen dem, was man in der Clanburg gewonnen hat, jetzt bei dem Vierfach-Event, und dem, was man eigentlich rausbekommt. Denn ihr seht das hier, wir haben den letzten Clankrieg, hurra. Wir haben ihn gewonnen und wir haben ihn sogar so gut gewonnen, dass unsere beiden Elfer gar nicht erst angegriffen wurden. Ich hatte euch ja, glaube ich, die Bases nicht ganz gezeigt, aber ich hatte euch gezeigt, dass wir hier oben doch schon ein bisschen besser waren. Und auf den Zehner hier, den konnte ich dann tatsächlich mal überrennen. Und hier sind mir auch 2 gelungen. Zwar nur mit 53%, aber 2 sind 2. Und hier unten, beziehungsweise hier im oberen Bereich, haben wir auch alles richtig gemacht. Der Arix hier schön mit dem Dreier. Hier fehlten nur 5%. Also knappe Sache. Hier unten ist alles dicht. Wunderbar. Geht auch, gar keine Frage. Vielleicht habe ich die Tage auch ein bisschen übertrieben. Aber wir wollen jetzt mal schauen, wie viel ich denn eigentlich... Was wäre Ihr Preis gewesen? Also mein Preis wäre gewesen 5,3 Millionen Gold Elex, 29.000 Dunkles. Und ich habe hier, ich kann hier gar nicht so viel lagern, denn der Clan ist ja noch nicht so hoch vom Level, 14,4 und nur 2,8. Also hier müssten jetzt meine Lager, wenn ich das ich hole das jetzt mal raus, müssten ja eigentlich viel, viel mehr jetzt rausholen. Wenn ich jetzt überlege, ich habe fast 40.000 Dunkles und soll und kriege jetzt nur 14.000 dazu, also müssten jetzt gleich 54 stehen. Und da stehen es auch nur. Also hier kann man nicht überbuchen. Ich weiß nicht, was Supercell da geritten hat mit diesem Vierfach-Bonus, der ja in keine Clanburg dieser Welt reinpasst. Sind wir mal ehrlich. Aber ab auf das Rathaus 8. Und eigentlich hatte ich euch ja versprochen, dass wenn ich das nächste Mal auf mein Rathaus 8 springe, ihr eine neue Base oder eine andere Base von mir sieht oder seht. Asche über mein Haupt. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, doch mal eine andere zu bauen. Oh mein Gott. Ah ja, ja. So, set as active. Und dann haben wir hier auch endlich mal eine ordentliche Base hier beim Chefkoch. Und die haben wir jetzt echt ewig nicht gesehen. Ich habe sie schon vor 2 Tagen gebaut, habe gedacht, jetzt Toto, setz dich mal hin, nimmst dir gerade mal die halbe Stunde Zeit und baust hier eine Base. Die habe ich natürlich aus irgendeinem Video von YouTube von irgendeinem findigen Basebauer mir ein bisschen nachgebaut, leicht modifiziert. Das mache ich eigentlich immer ganz gerne. Und oh, wir haben hier live noch einen Angriff. Ist der noch wichtig? Nee, ich glaube, das ist nur ein Übungsangriff.
Okay, das ist ein Übungsangriff. Aber ihr seht das hier, ich werde hier ein kleines Problem haben. Jetzt ist nämlich alles an einer anderen Stelle. Jetzt finde ich überhaupt nichts mehr wieder. Wo ist mein Labor? Wo ist mein Labor? Ah, da ist mein Labor. Und ich habe nämlich jetzt gleich alle Elex-Truppen fertig. Also in Stunde, 50 Minuten, alles an Elex fertig hier mit meinem RH8er. Also auch Rathaus 8 geht mit Büchern, Zaubern etc. echt schnell. Zauber sind hier fertig. Jetzt brauche ich nur noch die dunklen Truppen. Und da brauche ich eigentlich alle. Nämlich, nee, den Gift habe ich ja schon. Das seht ihr hier, den habe ich auf 2 gezogen. Der war mir wichtig. Aber die vier wichtigen Truppen, die muss ich jetzt erstmal hochziehen. King brauche ich nicht mehr. Das heißt, wir haben 15.000, eigentlich nur 15.000. Das, was ich nicht habe, ist, ich habe hier viel zu wenig Kasernen. Und ich würde aber sagen, wir nehmen jetzt schon mal einen Bob. Ihr seht das, ich hab hier auch 4 Stück frei. Den nehmen wir hier erstmal rein. Der soll die machen, denn die dunklen Truppen baue ich doch ein bisschen mehr als ein Packer zu dem Zeitpunkt. Und ich habe im Moment nur eine Packer-Kaserne mit Gold. Ich kann noch ein bisschen was verbessern. Ich würde sagen, wir nehmen noch einen zweiten Bob hier. Jawohl, ja, da haben wir doch wieder alles gut in Beschäftigung. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen weiter farmen. Hier mit dem Rathaus 8 bin ich jetzt schon wirklich länger nicht mehr drauf gewesen. Oh, der sieht gleich gut aus hier. Haben wir gleich einen guten? Ich meine, klar, ihr könnt ja jetzt sagen, Toto, du hast da voll an einer Klatsche. Ja, ich farme Dunkles mit dunklen Truppen. Aber die hatte ich nun mal noch fertig jetzt vom CK. Ich baue einfach die letzte CK-Truppe als erste Farmtruppe nach. Deswegen hat sich das hier mal so ergeben. Und wir brauchen mal wieder alles. Deswegen stürmen wir diese Base auch, würde ich mal so sagen. Von dieser Seite hier. Ich gehe mal davon aus, dass der Kollege jetzt keine Clanburg hat. Oh. Wo gehen meine Mauerbrecher hin? Oh, die verrecken mir. Ah, nee, doch nicht. Ah, doch nicht. Ah, wunderbar. Okay, was habe ich denn in meiner. Oh, wo ist meine Maus? Ah, da ist meine Maus. Was habe ich denn in meiner. Ach, ich habe einen Packer da drin. Sauber. So, dann lassen wir die erstmal ein bisschen durchlaufen. Der Packer kann hier auch durchaus ein bisschen unterstützen. Die Golems tanken hier noch. Ja, wir lassen die ruhig mal noch ein bisschen weiter rein. Ich nehme jetzt mal hier den King in Wut, also in seine Ability und ziehe jetzt mal die Hawks ein bisschen nach. Mit denen muss ich mir auch jetzt mal immer so ein bisschen mehr mal, ich muss mal ein bisschen Piano sein mit den Hawks. So, hier haben wir die das erste Mal jetzt durch und dann können wir hier oben schon den Laki ansetzen. Hier sind meine Hawk Rider noch, da kommen jetzt noch ein paar nach, deswegen nehme ich den Heil hier jetzt noch nicht. Ich nehme ihn jetzt erst, dann ist auch nicht mehr viel da. Ich kann mir den einen Heil sogar noch sparen. Ja, Toto, so macht das Farmen wenigstens ein bisschen Sinn und Spaß. So, kann ich mir den wirklich sparen? Ja, da sind nur noch 2 Tesla. Passt alles. Upsala. Oh, ich muss die doch nochmal heilen. Mau. Ja, wir nehmen den Heilzauber hier nochmal. Sicher ist sicher. Alles super, alles super. Jetzt kann ich natürlich nicht vorspulen. Ja, sieht alles ganz gut aus. Ja, im Moment halte ich mich ein bisschen bedeckt. Das habt ihr gemerkt. Ich habe auch was heißt fürchterlich viel zu arbeiten. Ich bin immer unterwegs im Moment. Pendel oftmals zwischen 2 Büros und war auch heute Abend spät zu Hause. Und dann setze ich mich auch nicht sofort vor den Rechner und fange an aufzunehmen. Vermutlich gliedere ich die Folge auch in, weiß ich noch nicht, vielleicht nach morgen früh aus. Da habe ich noch ein bisschen Luft, bevor ich wegfahre. Und mache dann da den Rest zu Ende. Ja, mal gucken. Aber erstmal fahren wir hier und das, was wir hier in jedem Fall machen, wir schuben hier jetzt. Ich habe nämlich die magischen Items hier ohne Ende und ich use, ich nehme sie ganz, 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 ganz wenig. Oh, ich habe hier sogar einen verpasst, nämlich einen freien. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich kaufe den jetzt nicht nach. Ich muss nicht immer 5 haben hier. Also den haben wir schon mal nachgemacht und wir können, glaube ich, auch mal, dass das hier ein bisschen besser vorangeht. Wir können, wo ist er denn? Den hier auch mal nehmen. Den usen wir auch. So sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Aber was ich eigentlich machen will, das ist jetzt die kleine, aber feine Überraschung. Ich mache noch einen Klarkriegsangriff. Natürlich nicht mit dem hier, sondern mit meinem RH9. Ich stelle mal eben das Mikro ein bisschen an die Seite. Ich bleibe auch auf diesem Account drauf. Also quasi wie früher. Wie früher. So habe ich nämlich zu Anfang immer aufgenommen, wenn ich selber Angriffe gemacht habe, weil ich habe hier natürlich jetzt die Besonderheit, ich habe hier 2 Charaktere in diesem Clan und ich wollte die 7 hier noch nehmen. Die 7 ist bockschwer für mich, das seht ihr. Das ist eine Maxed-Out RH9 Base mit relativ starken Helden. Ich habe keinen Machttrank, das Einzige, was ich habe, ich habe ein paar Hawks auf 5 und schwache Golems, also
Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, aber wir gehen sie trotzdem an. Und vielleicht gelingt mir der eine Stern ja noch. Es wäre natürlich super, es wäre traumhaft. Kann man nicht anders sagen, aber hier lauern so viele Fallen, das seht ihr. Und ich muss mal gucken, ich muss immer zwei Golems mitnehmen. Hier würde mir eigentlich ein Golem reichen für Clanburg und Queen. Aber mit den schwachen Helden und mit den Golems nur auf zwei, das wird hier nichts. Ich gehe hier mal. Oh nein, ich kann auch gar nicht reingehen. Ja, was ist das denn? Ach so, nein. Fuck, fuck, fuck. Oh, 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 jetzt seht ihr hier gerade eine Base. Das ist natürlich doof. Shit, shit, shit. Ich habe noch keine Clanburg-Truppen. Eieieiei. Okay, jetzt ist aber soweit. Ich habe meine Truppen beisammen und dann kann ich jetzt auch angreifen. So, ich nehme die 7. Nochmal kurz scouten. Ihr seht das natürlich jetzt nicht. Und ich würde sagen, der Blick so ist, glaube ich, ganz gut. Wir gehen hier rein. Attack, wir haben Gift, Gift, wir haben Gift, Gift. Oh, 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 Toto, was ist denn heute mit dir los? Was ist denn heute mit dir los? Hallo. Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Hört das hier gerade im Hintergrund? So, jetzt aber, meine Herren. Sonst verarscht ihr hier noch die Zuschauer. Wann macht er endlich seinen Angriff? Jetzt. Jetzt geht er rein. So, jetzt müsste hier oben eigentlich gleich auch was auftauchen. Watch live, jawohl. Dann watchen wir hier mal live rein. Also so habe ich früher ganz gerne aufgenommen. Und ich gucke mal jetzt, muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Ich habe natürlich eine kleine Taktik. Erstmal hier hinten den Bogi raus. Oh, das seht ihr jetzt gar nicht. Da ist der Bogi. So, ich glaube, wir müssen mal ein kleines Stück kleiner werden hier. So seht ihr das ganze Spielfeld. Und ich komme hier leicht über Ecke rein. Ecke, Ecke. Das macht nämlich nichts. Es gibt ja nur zwei Ziele hier. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier wenigstens reinkomme mit meinen Truppen. Ich muss hier aber ein bisschen weiträumiger was wegmachen. So, da springen wir. Da kommen die Magier, müssen wir hier noch ein bisschen mehr wegmachen, dass ich hier die Bowler reinkriege. So, jetzt kriege ich hier die Bowler rein. Jetzt muss ich hier schon mal giften und muss jetzt wahrscheinlich schon mal eben mal meinen Queen hier zünden. Nein, mein King hier zünden. So, jetzt ziehen wir hier schon mal die Jungs rein. Erster Heil. Gut. Okay, mein King ist schon mal down. Das ist aber nicht so schlimm. Hier, ich muss hier den zweiten Heil in jedem Fall reinwerfen. Das geht nicht anders. Und hier hinten muss ich den Gift für den King bringen. So, wo eiern denn jetzt eigentlich meine ganzen Hocks rum? Oh, da beim Flächenschaden. Da beim Flächenschaden muss ich die nochmal durchheilen. So, hier noch schon mal ein wenig Cleanup gesetzt. Ah nein, ich hätte fast meine Queen vergessen. Okay, mal sehen. Ich glaube, die Hocks werden das nicht schaffen. Das sind zu wenige. Der King ist da noch hinter und der hat immer in den Ecken die scheiß Fallen hier. Meine Queen ist zwar jetzt noch dabei, aber oh, das ist eine ganz enge Kiste. Guckt euch das an, Leute. Das wird eine ganz scheiß enge Kiste. Das wird nichts. Das wird nichts. Aha, Mist. Mist in diesen blöden Ecken hier. Jeweils die Bomben und dann diesen doofen King. Gut, das. Ach ja, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Es hat halt nicht sein sollen. Was soll ich machen? Ich meine, es ist ein Max-Out. Oh, jetzt geht er noch dahin. Ich meine, es ist ein Max-Out RH9. Sind wir auch ehrlich. Und ich bin noch nicht so stark. Meine Helden sind einfach nicht so stark. Zauber sind ja schon in Ordnung. Meine Golems sind noch nicht auf 4. Also, die kann man sicherlich dann packen. So schlecht war es ja jetzt nicht. Aber hier hinten der Bombenturm, oder nee, ich glaube, der stand hier unten irgendwo, mit den Riesenbomben jeweils hier in den Ecken. Klar sind die super für Hawkrider postiert, gar keine Frage. Aber wir haben noch einen Angriff und ich hoffe, dass diese Base noch fällt, denn der Stern muss noch raus hier. Ist einfach so. Naja, ist nicht so schlimm, sage ich ja auch immer so häufig. Mein, nein, nein. Okay, immer noch 82, 81. Man analysiert ja immer so ein bisschen den Gegner. Es ist auch ein bisschen witzig, muss ich sagen. Die Base vom Chefkoch hat vom Barfuß hat gehalten und sogar die Base vom Chefkoch hat gehalten. Ich kann es gar nicht glauben. Und eigentlich ist ein gefundenes Fressen für einen Gegner, wenn er noch angreifen würde. Und zwar der Kollege hier hat nämlich noch, ist ein Neuner, der müsste das in jedem Fall packen. Aber, so wie ich das sehe, hat er zwar Truppen, aber der ist pickepacke voll hier und scheint mir so ein bisschen abwesend zu sein. Ich meine, er hat hier auch alles voll. Oh, ich höre es schon wieder gerade rascheln. Ich höre es gerade rascheln. Okay, das ist auch nur ein Übungsangriff. Ja, mal sehen, ob wir hier noch einen reinkriegen. Aber der Kollege, der eben den Barfuß angegriffen hat, das ist er hier, der wird natürlich mit seiner Truppe, ich denke mal,
nicht den Chefkoch schaffen, oder den Barfuß schaffen, Entschuldigung. Der hatte den Chefkoch als erstes angegriffen, erst den Achter und wird jetzt mich wahrscheinlich auch angreifen. Aber ich denke mal, ich hoffe mal nicht, dass er mit den Gurken hier irgendwas reißt bei mir. Ich glaub's mal nicht. Ich glaub's mal nicht, dafür ist meine Base, ich will nicht sagen, ein bisschen zu gut, das würde sich jetzt ein bisschen heftig anhören, aber sie ist schon etwas, ein ganz, ganz kleines Stück besser. Okay, ich gebe mir mal gerade selber ein paar Riesen. Da haben wir schon wieder unsere Truppe am Start, aber ich habe noch gar keine nachgebaut. Und zwar baue ich jetzt natürlich die nicht nach. Wir nehmen als nächstes mal, da haben wir einen Zauber zu viel. Wieso kann ich denn? Achso, wir haben da einen zu viel. Nehmen wir mal den mit rein hier und nehmen hier mal einfach so ein paar Zauber mit für die. Dann haben wir das hier und hier haben wir jetzt einen Giva, wie heißt es eigentlich? Giant Wizards und Packer, GVP, so heißt es, glaube ich. Gestern kam ja eine Folge vom Olli, ich glaube, es war gestern, mit den vielen, vielen Abkürzungen. Ja, das hörte sich tatsächlich, hatte auch einer trefflich bemerkt, hört sich so ein bisschen an wie der Song von den Fantastischen Vier mit ihren Abkürzungen dort. Aber schön gemacht, schön erklärt und tatsächlich, es gibt welche, ja, ich sag mal, gerade in den Ligen, in der GML und so, da quatschen die nur so und da weiß natürlich auch jeder, was eigentlich was ist. Eieiei, okay. Jetzt finde ich keine Base. Doch, wir finden immer. Ich finde hier immer eine Base, ja. Und wenn so einige ist. So, hier gehen wir jetzt mal mit Mal ist gut. Was haben wir hier denn eigentlich drin? Oh, wir haben Maxed Out Riesen, genau. Maxed Out Riesen. Dann trauen wir uns hier mal ran. Ah, dann geht ja. Geht er halt erst da. Dankeschön. Danke für die Riesenbombe. Ich meine, die ist jetzt schon mal weg, ne? Die ist schon mal weg. So, hier muss unser Funnel jetzt super funktionieren. Das wäre ganz schön. Dann meine Packies und auch meine Riesen. Ja, meine Riesen können ja auch mit rein. Und die Packer. Jetzt latscht bitte da rein und geht doch nie auf den King. Jetzt gehen die gleich erst raus und machen den King da. Seht ihr das? Oh, und dann bleiben die draußen. Naja, ah nein, der King geht rein. Jetzt guckt euch die Packies an hier. Guckt euch die Packer an. Zwei gehen raus, einer geht rein. Okay. Okay, da können wir mit leben, dann bringen wir die hier nochmal richtig in Wut. Dann gehen die zwei halt raus, mein Gott. Ja, ist halt so. Dann unterstützen wir hier die beiden außen mal mit dem Magier und die inneren. Ja, so stark, ich will jetzt nicht sagen, so stark ist die Base nicht, aber ich kriege jetzt schon ein bisschen, ein wenig von außen. Aber ich habe mein Ziel jetzt schon erreicht, Dunkles zu machen hier mit dem Angriff. Boah, das geht. Das passt alles so. Also einfach mal so ein... wie heißt, was habe ich eben gesagt? GVP, also Giants, also Riesen, Wizards, Magier und Packer. Ist nach wie vor eine coole Truppe und ihr seht das, ich kann es mir so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen leisten. Denn Elex-Truppen sind gleich fertig, Elex-Zauber sind fertig, dann kann ich zumindest das Elex in die Kasernen stecken. Denn die sollen jetzt auch wachsen und der Chefkoch hier ist auf jeden Fall auf dem richtig guten Weg, ein richtig guter Schief zu werden. Zumindest was so die Angriffe angeht. Also mit dem lasse ich im CK im Moment wenig anbrennen. Ich habe zwar mit dem zweiten auch nur, ich weiß gar nicht, 98% oder 95% oder so gemacht, weil der hat die Hocks halt noch nicht auf 4. Also da fehlte einfach der eine Hock-Level. Muss man ganz klar, Dankeschön, dass sie jetzt noch wegfliegen, muss man ganz klar so sagen. Ich gehe mal ein bisschen näher hier in die Packer rein. Also da fehlte mir der eine Hocker Rider Level von 3 auf 4, um die Base halt zu machen, denn es war schon eine stärkere Rathaus 8 Base. Und ja, aber mir fehlt natürlich auch ganz schön viel Zeus jetzt, um die Hocker Rider weiter zu leveln. Lohnt sich das ja eigentlich jetzt noch? Wo ist denn? Ah, da hinten. Ah, ne. Rein. Ach doch, ich lasse mal ruhig laufen. Ja. Jo, ich lasse das einfach mal laufen mit den anderen Rathäusern, komme ich im Moment gut klar. Ich bin wieder mit allen im Clankrieg drin. Also auch das freut mich natürlich. Habe ich jetzt darauf geachtet, dadurch, dass ich den einen oder anderen einfach mal habe ausfallen lassen. Also nicht ausfallen lassen, sondern habe mich rot gestellt, habe ich jetzt einen anderen Rhythmus drin. Ich habe also einen anderen Rhythmus drin, was meine Charaktere angeht, wie die jetzt Clankrieg spielen. Das heißt also, ich habe eigentlich immer einen, der abends spielt von meinen Rathaus 9ern oder 2 und einer, der noch nicht spielt, der hat seinen Vorbereitungstag. Und ich glaube, so komme ich ein bisschen besser klar, denn ich hatte es ganz, ganz oft, dass ich hier mit ganz vielen Accounts abends in den Clans rumgesprungen bin. Jetzt hat sich ein bisschen hingezogen. Rumgesprungen bin und habe hier meine Angriffe gemacht. Das war natürlich ein bisschen doof. Was habe ich hier jetzt wieder zu viel? Okay, ja, passt.
Passt so, ich würde sagen, alle guten Dinge sind beim Ptotoma 3. Wir machen in jedem Fall noch was, checken mal eben das Labor, das befindet sich jetzt hier. Was kosten mich denn eigentlich die Schweine, die wir als nächstes machen? 40.000, okay. Da müssen wir noch ein bisschen was für tun. Aber ich meine, wir kriegen hier natürlich gleich die CB. Hoffentlich wieder pickepacke voll aus. So ein bisschen ist drin, das muss ich rausholen. Denn ihr auch hier seht ihr es, 9.900. Das geht hier nicht ganz rein. Aber ist nicht schlimm, wir sind auf jeden Fall 9.000 mehr auf dem Deckel. Bis gleich. Okay, da ich ja irgendwie alles brauche in meinem Go-Vibe. Also alle guten Dinge sind drei. Ich habe einen, was habe ich in der Clanburg? Ah, ich habe mir schönen Päcker selber natürlich gespendet. Ja, das brauche ich nicht unbedingt. Also auch hier beim Clan Nachtaktiv kann man fordern, was man braucht. Auch zum Farm in niedrigen Ligen. Ich meine, es ist ja manchmal auch so ein bisschen zum Üben. Die Mauerbrecher zum Beispiel direkt am Magierturm zu bringen. Na ja, gut. Sie sind gerade noch so durchgegangen. Das war vielleicht jetzt ganz löblich. Und jetzt gucken wir mal, wie wir hier durch die Base kommen. Ich lasse mir mal... Ja, wo geht der Magier wieder hin? Alter. Naja, ist nicht so schlimm. Hier heilen wir mal durch. Und wenn man ja vielleicht mal einen Angriff üben will oder eine Strategie üben will, so wie ich jetzt hier mal wieder den Go-Vibe übe. Ich übe ja mal wieder den Go-Vibe. Aber jetzt muss das hier, beziehungsweise den mit Riesen. Ich will ja kein Dunkles verbrauchen. Ihr habt ja gesehen, erste Armee war ja mit total vielen Dunklen. Und sieht hier so... Ich hab's nicht gesagt. Sieht nicht so doll aus. Na Mist, wo gehen die denn jetzt erstmal hin? Da ist der Topf da oben. Aber ich glaube, in dem Topf ist gar nichts. Das ist gut, dass sie rausgehen. Der Topf ist nämlich fast leer. Also ich möchte ganz gerne noch... 1000 Dunkles würde ich ganz gerne noch mitnehmen. Deswegen nehme ich jetzt schon mal meine Magier. Ich glaube, die nehme ich hier. Mal gucken. Mal sehen. Ich muss jetzt erstmal die Päcker laufen lassen. Mal sehen, wo die hinlatschen. Oh mein Gott. Ah. Oh mein Gott. Okay, Bogenschützenturm zielt dahin. Dann kann ich hier einen Magier setzen, um den Bohrer hier wegzunehmen. Und mal sehen, ob ich den anderen Bohrer nicht auch noch kriege. Fast noch gekriegt, ja, okay. Okay, ist nicht ganz so viel geworden. Ist aber nicht so schlimm. Ist uns, glaube ich, trotzdem gelungen. Ja, und wir sehen jetzt, glaube ich, gleich auch den Ausgang des Clankriegs. Und ja, dann kommen wir schon wieder ein kleines Stück voran hier mit dem Achter. Sollte ja heute auch Motto sein. Und ihr habt auf jeden Fall mal auf dem Freitag eine überlange Folge von mir bekommen. Dafür habt ihr am Donnerstag keine gehabt. Und ich bin jetzt auch ziemlich platt, muss ich sagen. Gleich noch ein bisschen schneiden. Und ihr seht das schon hier an dem Schlosszeichen. Das sieht auch immer witzig aus. Wir haben den Clankrieg gewonnen. Nämlich mit 83-81 und auch hier 740 Sterne. Also so ein bisschen, glaube ich. Ich meine, es hat meine 8er und meine 9er gehalten. Aber ja, tatsächlich meine. Was soll ich da sagen? Vielen lieben Dank nochmal an den Leuten von Bethes. Von denen habe ich mir die nämlich mal borgen dürfen in der Vergangenheit. Also nochmal vielen lieben Dank und Grüße nach drüben. Ja, sauber gemacht, super gemacht. Und ja, ich glaube, wir sind soweit. Ihr habt eine überlange Folge. Ich fahre jetzt noch ein bisschen weiter. Ich schiebe vor allen Dingen noch ein bisschen weiter. Mal gucken, ob ich nicht heute Morgen meine Schweinereiter antreiben kann. Ich kann hier, was kann ich hier machen? Folge wird immer länger, ist schon wieder voll das Ding. Aber ich habe gesehen, ich muss hier noch einen Tesla anstoßen. Ich muss noch einen Tesla anstoßen. Nämlich den auf Max Level hier. Jawohl. Und ich würde sagen, wir nehmen den letzten Bauarbeiter. Oh, den lasse ich mir mal frei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis die Tage, euer Toto. Clashed.